Und wisst ihr, ich dachte, es haben sich alle gewöhnt, Elina singt, Loran spielt und Lobpreisteam und wir beten, damit die Musiker kommen, aber der öffnet keinen Musiker. Und ich habe gefragt, warum? Gott hat nicht geantwortet, aber heute hat er mir gesagt, ich sagte, ich möchte jedes Herz lehren, damit es mich verherrlicht. Verehrt, versteht ihr, was ich meine? Die Menschen haben gelernt zu spielen, zu hören, schöne Stimme zu hören, Gitarre, Klavier, Schlagzeug. Und wir erwarten das. Aber Gott erwartet, damit dein Herz einfach vibriert zusammen im Einklang mit dem Himmel. Wir erwarten alle die Herrlichkeit. Wir erwarten Wunder und Unbenatürliches. Aber fängt alles damit, von unserem Herzen. Das beginnt alles da. Du glaubst, wir werden neue Melodien geboren, wenn du Gott kennenlernst. Und dann kommt die Melodie. Du erkennst den Gott und du setzt die neue Lieder frei. Heute, Religion, sie wiederholt die gleichen Lieder. Und es wird kopiert von früher. Ich danke Gott, dass es hier keine Kopien gibt. Es kamen erwachsene Menschen, die schon bereits geistliche Erfahrung hatten und sagten mir, ihr müsst Kopien singen. Und wir haben nie damit einverstanden. Und ich sage, das ist Quelle Gottes. Und das alles, was eröffnet, genau das werden wir auch freisetzen. Hier, Gott hat mir nicht eröffnet, das, was Hillsong singt, hat nicht eröffnet dem Leiter des Lobpreises. Und heute sagt Gott, ich möchte euch lehren, jeden von euch, mich zu preisen, zu verehren. Du hast gelernt zu beten, hat gelernt zu sagen, Gott, gib mir, gib. Habt ihr alle gelernt. Und er gibt. Aber wenn Gott gibt, dann bist du wieder nicht befriedigt. Es gibt keinen einzigen Menschen, der in seinem Leben schon bereits abgegrenzt hat und befriedigt ist. Jeder von uns braucht irgendwas. Jeder. Heute reicht das nicht aus. Und Gott sagt, hier, dann hast du das getan. Alles passt, alles irgendwie. Aber trotzdem, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Was passiert mit mir? Gott sagt, du brauchst die Herrlichkeit. Wie lange gehst du in die Gemeinde? Wäre ich zum ersten Mal da? Wisst ihr, was sieht der Mensch, wenn er zum ersten Mal da ist? Lieder? Sag mir. Wozu brauche ich Lieder? Ich habe schlechte Erinnerungsvermögen. Ich kann ganz schlecht hören. Ich bin Italiener. Und die singen auf Russisch zum Beispiel. Versteht ihr? Und ich glaube, dass heute wir zuhören werden dem, was Gott sagt, genau heute am heutigen Gottesdienst. Er sagt, jetzt sofort kann ich dich heilen, alle. Für Gott ist es nichts. Zack, dann ist alles geheilt. Aber Gott sagt, ich möchte jetzt dein inneres Herz heilen, damit du echter Tempel von Heiligen Geist wirst, damit in deinem Tempel die Verehrung, Lobpreis stattfindet. Und wenn in deinem Tempel diese Verehrung stattfindet, dann wird die Herrlichkeit dich füllen. Hast du gemerkt, sagst du schlechte, negative Worte aus. Viele von uns machen das, praktisch alle sprechen das aus. Und welche Atmosphäre kommt dann zu dir? Sag mir. Unbefriedigung. Und die Wolken kommen in dein Haus. Aber wenn du fängst an, Gutes zu sagen, einfach über Gott zu reden, und zack, kommt die Sonne raus, die Wolken verschwinden, kommt gutes Wetter, Familie. Deswegen sagt Gott, ich sage euch, du sollst nicht abhängig sein von Menschen und von dem, wer singt und steht auf irgendeinem Instrument und wie viele Instrumente. Ich möchte, dass dein Herz heute spielt. Dein Herz. Ich möchte, dass dein Mund, deine Stimme sich erhebt und dass sie vibrieren und den Ton freigeben und sich mit Himmel verbinden. Hört mich jemand? Gott sagt, ich möchte, dass dein Lied gesungen wird. Weißt du, dass jeder von euch Töne hat und Lieder hat und Lobpreis besitzt? Wer noch nicht verstanden hat, eröffnet bitte das Buch vom Jeff Jansen, starken Gottesdiener. Aber das ist eine sehr gute Führung, um zu verstehen, was Ton überhaupt ist und was aus uns herauskommen soll.
Liebsten, wenn wir das nicht lernen, wir brauchen heute kein Gesetz. Wir brauchen die Atmosphäre Gottes. Wir brauchen Herrlichkeit Gottes. Und das, wenn wir dich lernen, heute hier nicht zu trinken, nicht zu rauchen, rechtzeitig zu kommen, das wollen wir machen. Das ist auch in der Bundeswehr so. Versteht ihr? Wenn du gesund sein möchtest, im Fitnessstudio, ist doch so, oder? Etikett beachten, genauso. Es gibt ganze Einrichtungen dafür. In dich einfach stattzufinden. Es gibt zum Beispiel Coaching dafür, einfach Motivation. Ich sage Ihnen, dass diese Einrichtungen, ich nenne das als Einrichtung, Institute, du brauchst die nicht. Dieses Wissen ist hineingelegt in dich. Weil alles ist durch die Gotteswahrheit erbaut und geschaffen worden. Und Gott sagt, dieses Wissen bekommst du, wenn du möchtest. Aber ich möchte, dass du heute dein Herz freigibst. Mir. Wie das David machte. Gott sagte, dass dein Herz anschließt zum Lobpreis. Gott spricht heute aus, dass ohne seine Herrlichkeit alles, was du heute bekommst, alles leer ist. Gott sagt, dass ohne meine Herrlichkeit, sogar wenn ich dir in deiner Not helfe, du wirst trotzdem nicht befriedigt sein und früher oder später wirst du trotzdem dich widersetzen, wie das Israel gemacht hat, als es aus Ägypten hinausgegangen ist. Egal wer hier steht, Prediger, oder egal wer morgen kommt, Prophet, Apostel oder der stärkste Lehrer, es wird dir heute und es wird dir reichen, maximal für eine Woche. Und da kommst du zu ihm, der wird für dich beten und wird dich durchsetzen und wird die Prophezeiung freisetzen. Aber es wird alles enden, wenn du nicht verstehst, dass alles von dir abhängt und alles heute, zu dieser Zeit. Wir leben in einer echten Zeit und ernsten Zeit und sehr schwierigen Zeit. Damit du durchbrichst in deinem Finsternis und deinem Problem, du musst lernen, den Gott zu verehren, zu preisen. Stellst ein. Machst dann dein Herz und versinkst einfach. Und hör nicht dem Mitleid von Menschen an. Hör dir das nicht an. Manchmal rufen wir unsere Verwandtschaft an. Wozu? Damit man dich unterstützt in deinem Mitleid, in deinem Leid. Und dass man zusammen weint an dem Telefonhörer. In der Bibel steht geschrieben auch, weint mit denen, die weinen, und lacht mit denen, die lachen. Und was ist mit Preisen, Gott preisen? Ich glaube, dass jemand von den zwei Personen, jemand, die Weisheit besitzt, sind wird, und einfach den Herrn zu verherrlichen. Lass uns zusammen singen, sagst du dem Telefonhörer. Lass uns Herrn preisen. Oder dich ruft jemand an und ständig klagt, der klagte. Komm heute nach Hause. Dann ruf ihn heute nochmal an und sag, lass uns singen, zusammen singen. Lass uns jetzt Lobpreis aufsteigen, damit deine Herrlichkeit herabkommt. Und dass die Herrlichkeit in deine Situation kommt. Verstehst du? Versteht ihr, worüber ich spreche? Damit seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit hat sehr große Kraft. Gottes Herrlichkeit entpackt die Herzen und öffnet die Herzen der Menschen, die in deinem Problem sich befinden, in deiner Situation, die mit dabei sind. Sonst heißt es Zauberei, Hexerei. Gott, ich möchte, dass genau der Mensch so über mich denkt und genau das macht, was ich möchte. Hört mich jemand? Das ist Zauberei und Hexerei. Lass uns das in Hände Gottes geben, zu seinem Willen, und einfach verstehen, dass wir seine Herrlichkeit brauchen, hier auf dieser Erde. Und Herrlichkeit wird freigesetzt durch unseren Lobpreis, von dem Lobpreis unseres Herzens und unserem Mund. Lernen, den Gott zu preisen. Ich predige noch nicht mal. Ich predige noch nicht. Ich möchte dir weitergeben, was sich in der Atmosphäre befindet. Glaubt. Ich genieße das, was Gott jetzt sagt. Ich genieße es. In letzter Zeit, vielleicht hat jemand gemerkt,
bestätigt lieben Gott. Wir sind eine Familie, wir haben lebendigen Gottesdienst. Wir haben keinen ersten Teil, zweiten Teil und so weiter. Wir bewegen uns spontan und frei. Wenn hat Gott bewegt, einfach zu singen, zum Beispiel zu Hause? Gibt es solche Menschen hier? Singt ihr zu Hause? Habt ihr länger und öfter angefangen zu singen? Genau das bestätigt er dir. Singe. Sing. Vielleicht weniger beten über deine Nöte und mehr singen. Amen. Wisst ihr, wann der Ton geboren wird, Ton des Himmels, zum Beispiel, ich möchte nicht weitergehen, zum Beispiel, ich möchte hier bleiben in unserer Gemeinde, wenn Gott öffnet, Elina, irgendein Lied, berührt doch das Herz, Körper, die Worte durchdringen uns. Was heißt das? Das heißt, dass der neue Ton ist entpackt worden. Und wie wird er entpackt? Je mehr Mensch preist, je mehr Herz singt, je mehr Mensch verbindet sich mit dem Himmel. Und dann kommt die Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit berührt nun nicht nur dich, sondern auch deinen Nächsten. Ich erlebe wirklich, mir geht es gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde jetzt bedeckt, sehr stark. Sehr stark. Es ist irgendwas gekommen, was vorher nicht da war. Ich glaube, ihr werdet heute diese Stunde einfach aufnehmen und sagt, Gott, lehre mich einfach, dich zu preisen. Du hast schon alles gelernt, jemanden zu verherrlichen, zu verehren. Du kennst schon bereits viele Schauspieler, viele Lieder. Die Welt hat diese Mode aufgedrängt. Aber lass den Ton des Himmels in dein Leben kommen. Amen. Egal, wo ich bin, das ist mein Prinzip. Ich preise immer den Herrn und singe. Ob ich Stimme habe oder nicht, egal, was über mich der Nachbarn denkt. Wichtig, was Gott sieht. Ich möchte nicht auf der Bühne sein. Man muss auch nicht auf die Bühne gehen. Deine Bühne ist dein geheimes Zimmer. Alle wollen hier auf die Bühne, in die Kamera. Und einfach, dass man sie sieht. Aber Gott sagt dir, deine Bühne, das ist dein geheimes Zimmer. Und dein Haus. Erbau heute deine Bühne in deinem Haus. Erbau dieses Ort. Du musst da nichts machen. Du brauchst keine Beleuchtung, nichts. Aber nimm diesen Ort und sag, mein Haus ist dafür geschaffen, um dem Herrn zu verherrlichen, zu preisen und anzubeten. Mein lebendigen Gott. Tausche die Musik aus. Die Musik des Lobpreises in deinem Haus. Damit in deinem Haus ständig Lobpreis stattfindet. Die Musik spielt. Und dann wirst du sehen, wie gnädig Gott ist und gütig. Ich sage nicht, dass alle Probleme gelöst werden, die Musik ständig spielt. Es werden Probleme da sein. Aber die Herrlichkeit wird dir helfen, die zu durchgehen. Die Gottes Herrlichkeit wird dir helfen, deine Gedanken an den Himmel zu konzentrieren. Sogar wenn der Teufel dich zur Seite zieht, aber Gott wird dich einfach auf den Himmel fokussieren und du sagst, man muss es aufhören. Ich werde lieber den Gott verherrlichen und verehren. Da kommt der Frieden und die Freude. Preis den Herrn. Kommt aber die Ruhe. Sag mir, hast du was gehört für dich? Ja. Und jetzt gehen wir zum Thema über. Halleluja. Das war jetzt Vorwärmen vom Tempel des Heiligen Geistes. Das Glaub. Wir brauchen einen Ort, wo die Wahrheit hineinkommt, wo die Wahrheit lebt, das ist der Tempel, reine Tempel, ohne Zusätze. Ich möchte heute predigen über ein starkes Thema. Ich weiß, dass die nicht konzentriert ist in diesem Thema, am heutigen Tag. Gott wird noch mehr öffnen, in Details, der hat das schon angefangen. Viele haben schon bereits die Saisons durchgangen und Verständnis bekommen. Aber heute gibt es noch ein Verständnis über die Ewigkeit. Und das Thema heißt Bestandteil der Ewigkeit. Familie, Bestandteil der Ewigkeit. Was ist ein Bestandteil? Von Latein. Komponent.
oder Komponent ist, also Bestandteil. Bestandteil, Element von irgendwas, verständlich, oder? Wir werden über Elemente der Ewigkeit sprechen und die Bestandteile der Ewigkeit. Warum? Warum werden wir das ansprechen und nicht deine Probleme und nicht dein Benehmen in der Gemeinde und in deinem Haus? Glaub mir, wenn wir verstehen, diese zwei, nicht zwei, es sind mehr, alle Bestandteile der Ewigkeit, dann werden wir anders leben, verstehen anders und auch anders denken. Und heutiger Bestandteil der Ewigkeit, wo Heiliger Geist öffnen möchte, der heißt Erwartung. Hört mich jemand? Vielleicht alle erwarten irgendwas heute. Erwartung, erwarten der Lösung der Probleme. Gibt es solche Probleme? Du hast es in Gottes Hände gegeben und erwartest. Es gibt diesen Bestandteil, dieses Element, und Gott sagt, du wirst heute erfahren, Bestätigung, gute Bestätigung, die dich weiterführen wird, näher bringen wird, wer Gott wirklich ist. Ich möchte anfangen heute meine Predigt und öffnen Offenbarung, also mit dem Hebräer, Stelle Hebräer 4, 11, 1. Glaube ist Glaube das Unsichtbare und Erwartung. Hebräer 11,1. Das ist Synod. Viele haben angefangen, verschiedene Übersetzungen zu nutzen, aber diese Stelle, das ist wie in deinem. Wir denken diese Stelle auswendig aus der Bibel. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Von richtigen Tag hast du angefangen zu kommen in die Gemeinde, wenn du das erste Mal da bist. Wer zum ersten Mal da ist angeschlossen, im Livestream, wir fangen mit dem Glauben. Vers, der einfach zum Leben bringt. Hebräer 11, 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein bisschen anders. Zum zweiten Teil der Übersetzung in Russischen. Aber ich möchte sagen, weiterführen, dass die Erwartung und die Hoffnung, was Glauben betrifft, das sind zwei Worte, die gleichen Sinn haben. Versteht mich jemand? Ich habe das nicht einfach so gezeigt. Zwei Übersetzungen, Synod und auch moderne Übersetzung von 2015. Beide Übersetzungen waren modern zu deren Zeit. In zwei Jahren wird noch mehr andere moderne Übersetzungen, aber der Sinn ist selber. Hoffnung und Erwartung. Was Glauben betrifft, das sind zwei Worte, die gleichen Sinn haben, Bedeutung haben. Wahrheit, die in der Bibel steht, die bestätigt diese zwei Worte, zwei Bedeutungen. Also Erwartung und Hoffnung sind praktisch dasselbe. Damit ihr versteht, aber ihr werdet verstehen, wo Gott euch hinführt. Weil jetzt, wo wir gehört haben, diese zwei Worte, Erwartung und Hoffnung, die sind in unserem Leben immer, aber wir konnten uns nicht vorstellen, wohin diese zwei Worte, zwei Elemente, die uns hinführen. Du kannst dir selber nicht vorstellen, wohin die Erwartung, die führt nicht zur Lösung deiner Probleme oder die Hoffnung. Du wirst gleich sehen. Und ich werde anfangen. Wer träumt von der Liebe? Sagt mir bitte. Wer träumt von der Liebe? Erhebe die Hand. Seht ihr alle? Liebe, genau ist der Bereich, wo jeder von uns braucht. Hat jemand gebetet dafür? Gott, lehre mich zu lieben. Alle. Das ist Thema zu allen. Sag bitte. Und Gott hat nicht schnell geantwortet. Amen. Vielleicht haben viele Christen jeden Morgen beten so. Gott, lehre mich zu lieben. Dass die Liebe kommt in mein Herz. Du spürst, wie jemanden bedeckt jetzt der Heilige Geist, oder?
Du hast es gesucht. Und Heiliger Geist weiß, was du suchst und weiß, was du brauchst. Und er weiß, wann der Unterricht preisgegeben wird. Ich predige jetzt euch und mir auch. Ich habe schon ganze Woche mir gepredigt. Der Heilige Geist erst mir, dann ich mir selber. Und wisst ihr, dieses Thema, das ist nicht so, als der Mensch, dass der Mensch, der das frei ist, dass er schon bereits alles gelernt hat. Es gibt keinen Menschen, der Liebe bereits erkannt hat. Weil Gott ist Liebe. Weil Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Es ist sehr gut, spricht Paulus darüber, über die Liebe. 1. Korinther, lass uns öffnen. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Sag doch ein gutes Thema. Wir sind uns satt, über Probleme zu hören. Der öffnet dir heute die Schritte auf dem Weg. Sehr viele Offenbarungen über Liebe. Aber das ist noch eine Seite, die dir helfen wird, in bestimmten Situationen klarzukommen, weiterzukommen. 1. Korinther 13, 4. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Fließt die Spucke, ja. Wenn ich sowas hätte, denkt jemand, dass man zu mir so und nicht so. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht verbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. 8. Vers. Die Liebe hört niemals auf. Aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es die Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Es wird alles verschwinden. Genau das, was verschwindet. Danach bitten wir. Öffne mir die Prophezeiungen, die Zungensprache und so weiter. Wir sprechen aber jetzt nicht darüber. Wir brauchen das. Aber Gott sagt, es wird alles verschwinden. Nur die Liebe nicht. Ich möchte euch heute sagen, Liebe ist Gott. Gott ist Liebe. Deswegen Gott hat dir nicht schnell geantwortet auf dein Anbieten, dein Gebet. Lehre mich zu lieben, Gott. Vielleicht bieten wir über bestimmte Bereiche der Liebe, weil in der Liebe wissen sich Gefühle, Kultur. In der Liebe gibt es Verständnis. Der Verständnis, das sind Bestandteile, aber Gott sagt, ich bin die Liebe. Ich bin die Liebe. Ich bin die Liebe. Gehen wir weiter. 1. Korinther 13, 13. Vers. Das ist praktisch der Schlüsselstelle in der Bibelstelle für deine Situation, für meine Situation. Und da, der Inhalt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe, Liebsten. Amen. Wir bitten Gott Weisheit, Wunder, Übernatürliches. Aber wir haben vergessen darüber, was ewig ist und was nicht ewig ist, Familie. Die Gemeinde ist gegangen, ist einen anderen Weg ausgesucht. Manche Gemeinden sind abgekommen von dem Weg, um die Talente zu verfolgen oder dieser Welt zu folgen. Aber Gott sagt, ich möchte heute meine Gemeinde auf den richtigen Schienen stellen, auf die Schiene, die zur Ewigkeit führen. Und heute sagt der Heilige Geist, hier sind die drei Bestandteile, Glaube, Hoffnung und Liebe. Wisst ihr, als ich das gehört habe, Erwartung in meinem Leben,
Irgendwas hat sich verändert in mir. Und dieses Wort war, es war so laut geworden. Und als ich das gehört habe, diese Erwartung, und da kam ich zu 1. Korinther 13. Ich kenne, ich weiß viel über Glauben. Und ich weiß viel über Glauben. Und es gibt viele Menschen, die Menschen des Glaubens. Hört mich jemand? Bin ich richtig hier? Du lebst nach dem Glauben. Man kann dich nicht mehr wegrücken. Ich glaube, sagst du. Und dein Glauben kann man nicht mehr wegdrehen, weil du hast eisernen Glauben. Du glaubst, dass morgen mit dir alles gut sein wird. Du glaubst, dass Gott dich nicht alleine lässt. Du glaubst, dass du Kind des Himmels bist, dass du Sohn und Tochter bist. Du glaubst, Gott sagt, ich möchte nicht heute, dass du stehen bleibst. Ich möchte dich weiterführen in weiteres Verständnis, Glauben, danach die Erwartung und danach auch die Hoffnung. Und heute glaube ich, dass in vielen Bereichen und Teilen der Gemeinde von Jesus Christi, in Leibes Christi, viele Vorbereitungen treffen werden zur Erwartung und die Lehren über die Erwartung. Wir sind gelernt worden zu glauben. Wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist für uns. Alles fängt mit unserem Glauben an. Erst glauben wir, lernen zu glauben, dann vertrauen an und vertrauen, dann glauben wir selber. Du kennst noch deinen ersten Tag. Du bist eingeladen worden, du bist gekommen. Meine Frau hat mich eingeladen. Komm, ich habe ihr geglaubt, aber ich habe nicht dem Gott geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass Jesus lebendig ist. Ich habe meine Frau geglaubt und bin gekommen. Bin gekommen zum Gottesdienst. Ich wusste nichts. Aber als ich gekommen bin zum Gottesdienst, dann sagte Gott, du hast deine Frau geglaubt. Aber jetzt zeige ich dir. Ich sage dir anderen Glauben. Glaub an das, dass du Sohn Gottes bist. Dass du reingewaschen bist. Von deiner Sünde, dass alle Probleme Jesus an sich genommen hat. Bin ich richtig oder nicht? Jeder fängt der Glauben an Menschen an. Der ist einfach festgesetzt an irgendeinen jemanden, den Menschen, der auch in der Gemeinde war. Du hast den Menschen vertraut und bist gekommen. Und jetzt bist du hier. Und Gott sagt, das ist gut. Und ich möchte heute alle drei Bestandteile öffnen. Ich möchte heute meinen ganzen Weg öffnen, damit du verstehst, in welcher Saison du dich befindest, was du heute bestärken willst und entwickeln, weiterentwickeln musst. Amen. Was sagt die Wahrheit in 1. Korinther 13? Das Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind drei Bereiche, die es immer gibt. Aber ich möchte euch sagen, das heutige Komponent Bestandteil ist, das ist die Erwartung, also Hoffnung, dass diese zwei Bestandteile, das ist der Schwelle zu der Liebe. Versteht ihr, dass Liebe einfach so nicht bekommst, dass du die Liebe einfach so nicht bekommst. Die kommt nicht einfach so, egal wie du es versucht, das zu tun. Heute hast du dich entschieden, mit den Menschen klarzukommen. Was wirst du machen? Die Männer würden Blumen kaufen, um Verzeihung bitten, Vergebung bitten. Ich weiß nicht. Du weißt, wie du deine Frau einfach ansprechen sollst und kannst. Oder umgekehrt, aber liebsten. Heute gibt es Verständnis der Offenbarung, wie man darin sich befindet, 24 Stunden lang. Weil wir heute lieben, heute lieben und morgen nicht. Ist doch so. Heute sind wir sehr, bitten wir sehr, dass er uns die Liebe gibt, den Gott, und morgen nicht. Und morgen viele verurteilen Menschen. Morgen werden sich abstoßen benehmen. Heute über Liebe und morgen sagst du, Gott, bestrafe diesen Menschen, bestrafe, der hat mich so beleidigt. Bestrafe diesen Menschen. Schau, ich bin unglücklich. Schau, aber Gott sagt, stopp, stopp. Ja, du kennst über Glauben und Hoffnung und sprichst über Liebe, aber alles geht
eins nach dem anderen. Ohne Glauben kommst du nicht in Erwartung. Ohne Erwartung kommst du nicht in die Liebe. Ich bitte Gott jeden Tag, ändere mein Herz, ändere mich, entferne alle Steine. Bittest du so? Wenn du so bittest, dann bist du ein ganz normaler Christ. Wenn nicht, dann musst du auf die Erde dann vom Himmel herabgehen. Ist doch so, oder? Gott, lehre mich lieben. Lehre. Meine Nächsten, mich anders zu benehmen, wie du dich benimmst, ändere mich, dass ich die Armen anders behandle, ändere mich, lehre mich, opferbereit zu sein, allen, die es nötig haben, lehre mich zu geben, wenn du es brauchst, wenn du darum bittest. Bittest du darum? Und wisst ihr? Wisst ihr? Damit man das lernt, braucht man genau den Bestandteil der Ewigkeit, die Erwartung. Das ist die Erwartung, welche die Schwelle ist zu der Liebe. Familie, ich werde verstehen, wovon ich spreche. Gleich. Aber ich werde Schema aufzeichnen. Bitte, Flipchart. Auf die Bühne. Bevor ich weitergehe, möchte ich euch zeigen, möchte ich euch eine Skizze zeichnen und fokussieren auf diesem Thema, weil es die Schlüssel zu eurem weiteren Leben. Viele denken nach, viele Familien denken nach und müssen Entscheidungen treffen. Nicht nur Familien, sondern auch Menschen. Es gibt auch Familien, die wirklich der Geist, wo es Entscheidungen ist und Streit sich befindet, wo Familien umziehen. Ihr braucht das jetzt, Familien und einfach Menschen, die im Leben stehen. Schaut, das, wovon 1. Korinther 13,13 spricht. Ich werde auf Russisch schreiben. Glauben. Das ist das erste Schritt, um die Liebe kennenzulernen. Das ist der erste Schritt, der ganz erste Schritt, Glauben. Glauben. Wer glaubt an mich, wer glaubt an meinen Sohn, versteht ihr? Wer glaubt an Jesus Christus? Glauben. Glaube. Glaube. Der nächste. 13,13, Korinther, 1. Korinther. Hoffnung. Das ist die zweite Etappe. Das ist die zweite Etappe. Um die Liebe kennenzulernen. Nicht umgekehrt. Glaube, Erwartung, Hoffnung. Und der dritte ist Liebe. Die dritte Etappe ist die Liebe. Schöne russische Schrift oder Sprache. Dritte Etappe. Glauben kennengelernt, kommen wir in die Erwartung. Aus der Erwartung ist die Schwelle zur Liebe. Wo alles das Höchste ist, das ist das Ziel, was wir anstreben. Nicht unser Erfolg, nicht dass unser Leben, alle unsere Bereiche einfach für sich verändern. Weißt du, dass die Bereiche, die du verändern möchtest, Gott sagt, der wird noch nicht mal verändern. Du musst auf den Weg gehen, sich stellen, und dann wirst du sehen, was für dich wichtig ist und was du heute durchgehen musst, was entfernen sollst und was dazugeben sollst. Amen. Viele vielleicht, die bereits sehr lange im Gott sich befinden,
Wir verstehen das. Am Anfang werden wir Glauben bekommen. Im Glauben werden wir alles wiederherstellen, umstellen. Alles. Wirklich alles. Ich habe den Glauben. Ich glaube, glaube, glaube. Es gibt ganze Visualisation, nennt man das. Ganze Wissenschaft. Die kleben sich an den Kühlschrank irgendwelche Autos, Bilder von Autos und etc. Und Mitarbeiter lernen die, ihr müsst auf das schöne Sache und schöne Dinge schauen. Das ist Visualisation, das ist eine ganze Wissenschaft. Aber Gott sagt, du hast geglaubt, gelernt zu glauben. Sind es Menschen des Glaubens hier? Ja, Halleluja. Jetzt musst du erwarten können. Du musst es lernen. Du musst in dieser Offenbarung sich einfach befinden, diese Erkenntnis befinden. Ich weiß nicht, wie lange. Halleluja. Und genau in diesen drei Bestandteile, für diese drei Bestandteile wird gekämpft. Geistige Kampf. Der Teufel hat Anspruch auf dein Glauben an Jesus Christus, welcher öffnet den Weg zu der Ewigkeit, der Jesus öffnet es. Der Teufel möchte Anspruch haben auf deine Hoffnung und sagte, du wirst es nie erwarten können. Und das Wichtigste hat auch Anspruch, natürlich auf die Liebe. Der schickt die Unzucht und Perversion in diese Welt, wo es so dreckig ist. Warum? Weil der Teufel hasst die Liebe. Der verwandelt es, dieses Verständnis der Menschen, alle, die in die Gemeinde gekommen sind, in die Kirche gekommen sind, zu Jesus Christus. Ich gebe dir 100%ige Garantie, dass jeder von uns, unsere Liebe, wurde einfach verwandelt. Und es gibt Bestandteil der Ewigkeit, der dieses Verständnis wiederherstellen wird. Glauben, Erwartung und Liebe. Wir dachten, wir lieben, aber wir lieben nicht. Wir haben irgendwo verstanden, die Gefühle der Liebe und Verständnis, aber das ist nicht Liebe. Liebe ist Gott. Liebe ist Gott. Und wenn ihr das gemerkt habt, wer auf die Nachrichten schaut, wer Filme schaut, schaut, da gibt es keine Liebe mehr. Da gibt es keine Liebe mehr. Es gibt Geschichte, aber da gibt es keine Liebe. Sogar wenn da Mann und Frau sind, aber meistens ist es Unzucht, Streit, wie wir schon sagen, Santa Barbara, irgendwelche Geschichten und Geist dieser Welt lehrt diese Menschen so zu leben. Und woher kommt denn die Scheidung dann? Genau davon. Zum Beispiel. Ja, der Kamel ist schuld. Gott hat mir an diesen Tagen gesagt, du hast den Glauben, aber du musst lernen zu erwarten. Du hast den Glauben, jetzt einfach sich loszureißen und irgendwo hinzufahren. Und du verstehst, dass Gott dich nutzen wird. Aber Gott sagt, du musst lernen zu erwarten. Amen. Du musst lernen zu erwarten. In der letzten Zeit habe ich gemerkt an mir, dass ich öfters träume über den Himmel. Ich flottiere jetzt in den Wolken. Mit wem passiert? Ist es auch so? Wer träumt von dem Himmel? Nicht einfach diese Welt zu verlassen, einfach nur träumen über den Himmel. Wie super es sein wird, was erwartet mich da? Wenn ich früher sagte, das ist unwichtig. Aber wisst ihr, diese Menschen, da sind die noch im Glauben, in der Saison des Glaubens. Aber wenn du Glauben durchgegangen bist, dann öffnet dir Gott die Gedanken über den Himmel. Du hast darüber früher noch nicht mal nachgedacht. Und darüber nachgedacht, dass du über Himmel träumen kannst. Du musst über den Himmel nachdenken. Es gibt einen Ort in der Ewigkeit, wo Gott auf dich wartet. Das ist deine Zukunft, wo wir uns alle hinbewegen. Wir kommen immer näher zu der Ewigkeit. Und mich überraschen diese Leute, die sagen, ich möchte noch nicht sterben, ich möchte noch weiterleben. Was strebst du an? Wo gehen wir hin? Hört mich jemand? Gott, lass mich noch ein bisschen leben. Um was zu erleben? Was? Ich weiß nicht, wie ich sagen werde, wenn ich schon etwas älter sein werde. Aber in meinen 40 Jahren sage ich,
Ich träume vom Himmel. Ich träume vom Himmel. Und frage Gott, wie wird das so sein? Wie wird das sein? Nicht dafür einfach, damit Gott in mir den Durst und Hunger noch mehr steigt nach dem Himmel. Man muss da nicht arbeiten, es gibt alles da, wir müssen, alles ist da. Man denkt darüber nach und dann hast du das sofort. Hier ein Gedankengang, wir unterhalten uns in Gedanken. Straßen aus Gold, Haus aus. Halleluja. Schneller dahin, oder? Genau solche Menschen wird der Gott hier weiterbehalten auf Erde. Aber wisst ihr, Gott hat, glaube ich, mein Glauben getestet und viele vielleicht erhören mich jetzt und hat mir Gedanken geschickt über den Himmel. Gedanken über den Ort, wo er auf dich wartet. Nicht einfach dich zu holen aus dieser Welt und sagt, na los, es reicht. Komm. Nein. Dafür, damit es mehr gibt, ihn hier auf dieser Erde. Du wirst jetzt gleich verstehen. Wir haben gelernt, die Träume zu verwirklichen in dieser Welt. Und dieser Welt. Irgendeine Idee. Gedanke. Und du machst eine ganze Serie daraus. In einer Sekunde. Ja. Schaust. Hast gehört und hast gleich visualisiert. Also, hast genommen und hast die Erwartung hineingesteckt. Hast Hoffnung hineingesteckt. Oh. Ja, Männer. Ihr wisst, wovon ich sage. Frauen genauso. Ich spreche wie Mann. Wir haben bestimmte Saison durchgegangen. Hast gesehen und hast so gleich eine ganze Serie aufgebaut. Und dann, Pastor, ich habe ein Problem damit. Womit? Schalte Fernseher aus in deinem Kopf und denk über anderes nach. Oder man hackt die Hand ab. Es sind alle erwachsen hier. Im Geiste. Wir müssen lernen, die Träume Gottes zu verwirklichen, welche Gott in uns hineinlegt. Lerne, darüber nachzudenken und zu erwarten. Du wirst sagen jetzt, Pastor, wozu brauche ich das? Ich habe so viele Probleme. Ich habe so viele Probleme zurzeit. Ich muss sie lösen. Ich brauche Antworten Gott. Aber Gott antwortet dir. Lerne, über Himmel zu träumen, in allen Situationen. Wozu muss ich davon träumen, über den Himmel? Wozu, wenn nicht? Wozu? Ich brauche jetzt die Heilung. Wozu soll ich über Himmel träumen? Gott, ich habe schlimme Diagnose. Aber Pastor spricht über Träume über den Himmel. Der Gott sagt dir, träume über den Himmel. Gott sagt zu dir, wie kann ich alles hinter mich lassen, über Himmel träumen? Nein, du musst genau das machen, was du kannst, und träume und erwarte den Himmel. Erwarte den Himmel in deinem Leben. Wenn du Mensch des Glaubens bist, dann kennst du, was Gott schaffen kann. Jetzt in deiner Situation, zack, und alles in einer Sekunde verändern. Das ist starker Schutz auf deinen ganzen Angriff, wo Geist dieser Welt auf dich alles losgelassen hat. Du wirst keinen anderen Schutz finden, nicht mit Wesen und Weisheiten dieser Welt. Du kannst dich nicht mit den Werkzeugen dieser Welt sich beschützen. Du brauchst den Schutz vom himmlischen Reich, vom Gottesreich. Das, was Geist dieser Welt brechen wird, du brauchst ganz andere Kraft. Kraft des Himmels. Und Kraft des Himmels, das ist, wenn wir erwarten, den Himmel erwarten in unserem Leben. Ja, ich brauche jetzt Heilung. Aber träumen jetzt vom Himmel, wie super es da ist. Glaub mir, wenn du Gott bittest, der wird dir Gedanken schicken, worüber du träumen sollst und was du erwarten sollst. Halleluja.
Glaubt, wenn ihr das machen werdet, wenn ihr kommt in diese Saison der Erwartung oder Hoffnung, genau das wird euch Kraft geben und allem zu widerstehen, was euch jetzt widersteht in dieser Welt. Deswegen sagt die Bibel, Christen sind nicht von dieser Welt. Versteht ihr? Christen sind nicht von dieser Welt. Unser Benehmen heißt noch nichts. Ja, dass wir, wie oft habe ich schon gesprochen, dass du nicht rauchst. Na und, dass du nichts mehr trinkst. In dieser Welt gibt es auch Menschen. Gibt es Menschen, die Gutes sehen und sogar mehr als die Christen. Es gibt in dieser Welt noch mehr gute Menschen als Christen in der Gemeinde. Mehr, die opferbereit sind. Wisst ihr, wo ich das gesehen habe? Vor einem Jahr habe ich habe ich mich registriert auf Facebook. Ich weiß nicht, ob ich das brauche oder nicht, aber ich bin da registriert. Facebook. Manchmal gibt es da Reposts. Kind, wo es krebskranke Kinder. Wisst ihr, wie viele Finanzen da gesammelt werden? Ich habe gemerkt, gut, es kann man nicht nur in den Gemeinden, sind nicht in den Gemeinden, sind Menschen opferbereit, aber auch in dieser ganzen Welt. In der ganzen Welt. Die Opferbereitschaft. Diese lebt sehr gut. Es gibt Menschen mit großen Herzen, die opferbereit sind, um alles zu geben. Könnt ihr das bitte entfernen? Sonst falle ich hin. Ich könnte ihn fallen. Ich werde nicht das aussprechen. Und du denkst dir, wie fällt der Pastor hin? Nein, wir sollen das nicht trainieren. An mir. Trainiert an den Katzen bei euch zu Hause. Erster Korinther 13,8. Die Liebe hört niemals auf. Aber Gott ist die Liebe. Und wenn unsere Gedanken sich anschließen im Himmel, dann glaubt, es wird alles anders sein. Situationen werden nicht mehr so scharf sein. Jedes Problem wird nicht so ein Problem sein. Du denkst jetzt, dass genau jetzt brauchst du beten über das Problem. Und Gott sagt dir, dass du deine Seele, dein Herzen und deine Kraft anschließen sollst. Und deinen Körper dem Himmel anschließen. Darüber nachzudenken und träumen. Und dann wirst du sehen. Du wirst anerkannt, dass du nicht von dieser Welt bist. In einem ganz normalen Aussprachengespräch. Egal wie du es willst. Egal wie Gott du verstecken möchtest, aber wenn du dem Himmel angeschlossen bist, wirst du es irgendwie verstecken können. Deine Gedanken, deine Erwartungen, früher oder später, wirst du sich aufdecken. Aber weißt du, wirst du sagen, ich sehe mich ganz anders. Wer sagt dir das? Ich sehe das ganz anders, mich selber auch. Ich sehe mich als vollkommen, einen ganz normalen, gesunden Körper, jungen Körper. Früher oder später. Kinder Gottes. Sie werden sich verplappern. Und je schneller das passiert, desto mehr erfahren deine Verwandten und den Nächsten, dass du an Jesus Christus glaubst. Ja. Während des Gebetes, was jetzt stattfindet, in dem gemeinsamen Gebet in der Gemeinde, jeden Abend, sprach Gott darüber, dass man die Kerze erhebt, die Leuchte erhebt für alle. Als Gott sprach über die Liebe, dass die Liebe nie vergeht, sprach man nicht von Gefühlen, man sprach über die Ewigkeit, Familie. Es kommt heraus, dass Hoffnung und Erwartung, das ist geistige Werkzeuge, um die Liebe zu erkennen. Wenn du über Liebe sprichst, dann lerne zu erwarten. Liebe, lerne Himmel zu erwarten, lerne zu erwarten, denn der Liebe ist, also Gott, je mehr Gott, desto mehr Liebe.
Nehmt heute an, dieses Wort heute. Gott, lehre mich zu lieben. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du lernst, mich zu lieben. Ich kann dich nicht lehren zu lieben, sagt Gott, weil Liebe, das bin ich. Du musst nur näher zu mir sein. Und je näher du zu mir sein wirst, desto mehr Liebe in dir sein wird. Je mehr deine Widmung da ist, zu mir gegenüber, desto mehr Liebe du bekommst. Und jeder von uns kann sich testen, wie nahe dem Gott ist. Weil Gott bringt in verschiedene Situationen in dein Leben. In welcher Situation kann man sich zurückhalten? In manchen nicht. Aber Gott wird dir zeigen. Der bringt dich in die Balance, um zu sagen, ja, schau, hat nichts geklappt. Du gehst in die Gemeinde, in die Kirche und kannst dich nur nicht zurückhalten. Nein, nicht das möchte Gott zeigen. Er möchte dir zeigen, wie nah du ihm bist oder wie weit bzw. wie nah du ihm bist. Keine Vergebung. Geh zum Gott, weil das ist sehr wichtig. Das ist einer der Bestandteile. Vergebung. Was sagt die Bibel? Sei böse, aber sündige nicht. Die Liebe kann sich nicht öffnen oder glauben. Und schon gar nicht ohne Hoffnung. Wenn du bittest nach Liebe, wenn du möchtest, dass man dich liebt, dann brauchst du diese Bestandteile. Glauben, Hoffnung und Liebe. Du sagst, ich kenne das alles. Du kennst es alles, aber du gehst den Weg nicht. Vielleicht hast du den Glauben entlassen. Weißt du was? Damit dein Mann und Frau sich verändern, damit das passiert, in dein Haus muss die Herrlichkeit kommen. Gott muss dein Haus kommen. Hört mich jemand? In dein Haus kommt Gott. Gott erschaffe Gemeinde in unserer Stadt. Warum bin ich noch alleine? Ich antworte auf dich, auf deine Antwort, weil viele schauen zu. Warum bist du allein in deinem Dorf? Weil du musst die Herrlichkeit Gottes anziehen, mit ihm sich verbinden. Und die Menschen werden sich verbinden. Oder der Gott wird dich hinausführen aus diesem Ort, oder dieser Ortschaft. Ich werde dich dahin führen, wozu du berufen bist. Amen. Aber nicht zurückschauen. Weil Gott hat einmal Engel hingeschickt auf dein Gebiet, damit Gott zum Wachen kommt, oder Dorf, oder Region, ein-, zweimal, dreimal, und fand keinen. Dann sagt er, ich führe dich hinaus, aber schau nicht zurück. Was damit passiert, geht dir nichts mehr an. Aber das ist nicht für alle. Man muss sich jetzt nicht versammeln, in die Gemeinden fahren, die Livestream haben in der ganzen Welt und. Aber ihr wisst, wie viele Gemeinden gibt es ohne Homepage und ohne Video. Das sind die glücklichsten Gemeinden, glaube ich, wo du in diese Bereiche kommst. Du musst dich entwickeln. Weiter, du hast Verantwortung. Internet, Geschwindigkeit, Kameras, Wi-Fi, Anlagen, Zusätze, Programme. Ihr glaubt nicht, was das alles kostet. Das ist sehr großes Geld und Ressourcen. Ich spreche jetzt nicht über Fernsehen. Aber es gibt Projekte, die Gott führt. Manche haben Television bekommen, Radio etc. Aber der nichts bekommen hat, das ist das Beste. Bist gekommen, hast gedient und bist weitergegangen. Hast dich mit dem Himmel verbunden. Wenn du möchtest, dass in dein Haus Liebe kommt, lad den Gott ein in dein Haus. Lade den ein, der Liebe ist. Möchtest du, dass in dein Herz Liebe kommt, dann bitte Gott, dass in dein Leben kommt. Bitte ihn, dass er dich lehrt, der Gehorsamkeit, dass er dich lehrt, der Widmung und Verständnis über siegreiches Leben. Und dann wirst du sehen,
wie diese alle Bestandteile, Glaube, Hoffnung und Liebe, dass sie dich in den Sieg führen. Du wirst hören, in deinem Leben noch mehr Zeugnisse. Zeugnisse über Gutes, aber über das Negatives in unserem Leben. Ich habe noch mehr gemerkt in unserer Gemeinde, was passiert in der Woche. Erzählt. Erzählt über Wunder in eurem Leben. Alle sind ruhig. Es gibt keine Wunder. Das ist schlecht. Weil er jeden Tag hat Gott uns fast vorbereitet. Ich habe mich um deinen jeden Tag gesorgt. Das sagt darüber aus, dass in jedem Tag gibt es Wunder Gottes und du hast unnatürliches Leben, Familie. Glaubt, denn Gott braucht nicht. Man hat dich gelehrt einfach, dass du Zeugnis abbringst, dass du über so globale Sachen, um jemanden zu überraschen. Du möchtest keinen, du sollst keinen überraschen. Vor allem zu unserer Zeit. Keinen kannst du überraschen mit nichts. Du kannst Menschen überraschen mit ganz einfachem Zeugnis. Mein kleiner Finger ist vergangen. Der war sehr, sehr stark verletzt. Und für jeden wird es Verstärkung sein. Oder jemand bekommt den Glauben und wird erwarten, dass der kleine Finger auch bei ihm heilt. Versteht ihr? Und du wartest. Gott, gib mir das, damit ich Zeugnis ablegen kann. Damit die Journalisten kommen, dass ich in der Zeitung, und dann werde ich dich verherrlichen. Dein Name in der Zeitung. Durch die Zeitung. Aber Zeugnis, so wie ich auch am Anfang gesagt habe, vor der Zeugnis ist, zieht auch die Herrlichkeit Gottes an. Kleines Zeugnis, aber das zieht die Herrlichkeit Gottes an. Bist du bereit, heute Zeugnis abzulegen? Bist du bereit, heute dabei zu sein? Das ist außer Plan. Der Gott lädt dich ein. Lege Zeugnis ab. Lass uns heute alle das machen. Es gab doch ein Wunder in dieser Woche. Gab es Wunder oder nicht? Es gab. Dann werden wir gleich ein Zeugnis sein. Wir werden alles aufnehmen. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Erwartung, das ist Vorbereitung zu einer neuen Saison. Wir erwarten alle Ernte und erwarten, wann sind denn unsere Familien und Verwandtschaften und Nächsten über Jesus hören. Ja, aber wir müssen erwarten. Wir müssen lernen zu erwarten. Wir müssen lernen, darin zu leben. Und wir müssen unsere Verwandtschaft und Nächsten sehen als errettete Menschen. Aber wir sehen die immer eine Sünde. Und sprechen es auch dann, vor allem in den Gebeten. Ich war dabei, wo du betest. Und der Mensch betet für dich, wo er deine Probleme gibt. Und Gott, und spricht es auch. Gott, und der schießt praktisch mit den Worten den Menschen. Mach das bitte nicht. Wirklich, mach das bitte nicht. Wenn du spürst, dass vor dir Mensch ist und der braucht die Hilfe, mach so, dass die Herrlichkeit Gottes kommt und der Heilige Geist ihm öffnet, wie das Problem zu lösen ist. Amen. Vielleicht seid ihr so ruhig, vielleicht betet ihr so in euren, für eure Verwandtschaft und dann wie aus dem Maschinengewehr. Ah, jetzt werde ich beten für dich. Ja. Und bei zweiten ist noch mehr. Und dann zusammen aneinander. Erschießt euch gegenseitig nicht. Lasst dem Heiligen Geist Platz. Möchtest du Liebe kennen? Bereite dich vor, wenn du Liebe erkennen möchtest. Bereite dich vor zu der Saison, wenn die Liebe kommt auf dieser Erde und uns holt. Bereite dich vor. Was ist hier Vorbereitung zur Liebe? Das ist die Reinheit unseres physischen Lebens, unsere Gedanken ins Reine bringen, an unsere Tage ins Reine bringen. Viele sprechen, du hast schon das, Pastor, du sprichst schon das an. Das sagt der Heilige Geist durch die Menschen, die er hierher stellt. Hier müssen Propheten, Apostolen und Lehrer stehen, um den Leib Christi einfach zu vorbereiten. Vorbereiten zu dem Treffen. Möchtest du, Liebe, bereite dich vor.
Und wenn du noch liebst, das oder das, das ist keine Vorbereitung, das ist keine Erwartung. Vielleicht hast du Glauben, aber wenn du dich nicht vorbereitest oder Liebe, dann glaub. Du kannst die Liebe nicht durchleben, du kannst auch dich nicht kennenlernen. Du kannst vielleicht dich erretten. Aber ich glaube, alle, die heute da sitzen und mir zuhören und alle, die zuschauen, im Livestream oder Aufnahme, diesen Gottesdienst, ich glaube nicht, dass du dazu berufen bist. Wir sind dazu berufen, damit die Liebe sich vermehrt. Aber damit die Liebe kommt, man muss sich vorbereiten und erwarten. Möchtest du Liebe kennen, bereite dich vor, wie die Vorbereitung zum Geburt des Kindes, zum Beispiel. Wir denken erst nach, ob das Männchen oder Weibchen wird, also Junge oder Mädchen. Hat man früher nachgedacht. Also früher war das gut, bevor man das Kind nicht geboren ist, sondern monatelang bist du in Erwartung. 9 Monate lang. Aber technischer Progress hat die Funktion der Erwartung einfach getötet, entfernt. Der Geist dieser Welt hat das so viel aus sich ausgedacht, damit, dass die Erwartung einfach gestohlen wurde. Die Erwartung, stell dir vor, wann kann man das schon erfahren? Nach vier Monaten kann man schon sehen, ob das Junge oder Mädchen wird. Aber stellt euch vor, die Eltern haben nur monatelang erwartet, welcher Weg zu der Liebe du erwartest. Du bindest dich. Du bindest dich dem Himmel an. Du bindest in dem Himmel und du erwartest das Kind und glaubst, je länger du wartest, desto mehr Liebe. Versteht mich jemand? Und so bist du gegangen. Wer ist denn da? Kind, ja los, gehen wir zum Arzt. Und dann Mädchen. Oder Junge, nein, will ich nicht. Aber es gibt Menschen, die wollen auch keinen Jungen, kein Mädchen. Man hat das erfahren, Mädchen oder Junge. Und dann Name. Welchen Namen gibt es? Welchen Namen nehmen wir? Danach. Dann Sachen kaufen. Bettchen kaufen. Platz zu finden und das Bettchen. Alle haben doch mitgemacht, oder? Und durchgegangen. Alle warten. Und sogar die schockiert waren, bei der Geburt des Kindes. Vor allem sind das meistens die Eltern. Nein, dann wirst du selber erziehen, dein Kind. Nein. Was ist denn los? Einer reicht schon. Mama, ich bin schwanger. Nein, nein. Also bei mir nicht. Bei mir bitte nicht. Nicht auf mich zählen. Zähl bitte nicht auf mich. Nee. Ich spreche nicht meine Schwiegermutter damit an. Sie ist eine sehr starke Frau. Viele, viele Omas haben das so erlebt, oder? Hier, die sich befinden. Oder zuhören. Hier gibt es solche nicht. Und wenn es ein Dritter kommt, nein, bloß nicht. Und Vierter. Aber die Eltern erwarten so sehnlich das Kind, dass alle nach einer Zeit erwarten. Und wenn das Kind geboren wird, sogar die es noch nicht erwarten, konnte noch nicht mal das Kind, das Baby aus den Händen reißen. Ich wollte doch nicht das Kind haben. Aber jetzt schaust du. Nein, das ist mein Kind, dann mein Enkelkind, etc. Was bringt zu dieser Liebe? Also die Erwartung, deine Erwartung über das Kind, dass es geboren wird, dass du deine Liebe hineinlegst, deine Verständnisse, deine Gefühle. Und wenn, und du glaubst, dass es in dir ist, dass es spürst, du hast doch gespürt, dass Gott in dir ist, du hast gespürt, so ist es auch mit der Erwartung. Du erwartest den Himmel, erwartest, wenn Gott kommt. Sogar alle, die ihn abgestoßen haben, alle, die gesagt haben, wo gehst du denn hin? In der Sekte, was für ein Gott, dann verlieben sie sich in ihn. Die fangen an, noch mehr in die Gemeinde kommen, als du das gemacht hast. Die brennen noch mehr, als du gebrannt bist.
weil die Erwartung da war. Du hast erwartet, dass irgendwann kommt Gott in dein Leben und wird dich ergreifen. Aber glaub, der ergreift nicht nur dich, sondern auch alle in deinem Umfeld. Für mich hat meine Frau gebetet, für mich hat Schwiegervater gebetet. Ich erinnere ihn immer Vater. Papa, der hat erwartet, dass ich mich bekehre. Und passierte ein Wunder. Noch mehr Feuer und noch mehr Durst. Und noch mehr Ernte. Amen, Papa. Was passierte? Die Erwartung. Die Erwartung. Weil Gott hat den Gott gesucht und erwartet. Und als Gott in sein Leben kam, dann wollte nicht nur er, sondern auch die, die in der Nähe waren, haben Gott gewollt. Halleluja. Und du sagst, Gott, berühre meine Kinder, berühre meine Familie. Und hast dann eine Skier genommen und verlassen, dieses Haus verlassen. Was passierte? Du brauchst Gott, Familie, damit Gott niederkommt und alle berührt, die in deinem Leben sich befanden und die es noch gibt. Warum sind diese Menschen in deinem Umfeld? Weil Gott möchte dich berühren. Aber er möchte, dass du den Gott gebärst durch dich. Nicht nur du glaubst, dass du schwanger bist. So, schwanger im Geiste, mit dem Samen. Samen der Städte und Länder, Stadions. Es gibt hier Menschen, ich bin schwanger. Ich bin schwanger mit dem großen Raum, was Gott mir gezeigt hat. Ich bin damit schwanger. Mit dem Traum Gottes, wo die Toten auferstehen werden. Ich bin schwanger, Familie. Aber Gott sagt, das ist nicht. Du musst nicht nur davon wissen, du musst auch das erwarten. Du musst mich gebären auf dieser Erde. Damit ein Kind geboren wird. Maria, sie hat geglaubt, dass sie vom Heiligen Geist geschwängert wurde. Also mit ihnen war alles okay, mit Verständnis. Sie kam nicht in die Psychiatrie. Und sie hat erwartet, dass Jesus Christus geboren wird auf dieser Erde und wird erretten. Die Erde. Schwanger mit der Heilung. Nicht nur glauben, wir glauben, dass du heilst. Einfach austragen die Heilung und gebären, Gott gebären, die Erweckung. Was passiert in unserer Gemeinde, wer das noch nicht weiß? Wir sind schwanger mit der Erweckung, mit dem Feuer der Erweckung. Und wir erwarten, Familie, die Zeit ist gekommen, nicht nur zu glauben, sondern auch zu erwarten. Einfach wie die Menschen brennen werden, sich versammeln werden in Stadien, wie die Durst haben werden, wie die Menschen einfach die Häuser verlassen werden und die Wohnungen und einfach in Leib Christi kommen und einfach zusammen das Feuer zu entfachen, zusammen zu preisen, zu verehren. Ich bin schwanger mit diesem Traum und ich erwarte das, aber erwartest du. Und deswegen sagt Gott, wo zwei oder drei sich versammeln, glaub mir, physisch sind wir zusammen, aber wir haben verschiedene Erwartungen bei uns. Du erwartest dein persönliches Leben, wie dein Problem ist, aber ich erwarte, dass es kein Platz mehr freigibt wird. Ich erwarte, dass die Menschen als wie ein Fluss kommen werden. Hier ist die Quelle, die heilen wird. Ich erwarte es wirklich. Was erwartest du? Was erwartest du? Was möchtest du heute aussprechen in deinem Geiste? Erwartest du? Liebste, ich weiß, ich möchte jetzt nicht über die sprechen, die heute da sind. Menschen, die ohne Aufenthaltserlaubnis da ist. Vor euch steht der Mensch, der keine Unterlagen, Ausweis, Dokumente hatte. Aber ich habe nicht erwartet, ich habe Gott erwartet und Gottesdienst erwartet. Das ist meine Erwartung gewesen. Das ist meine Erwartung. Gott sagt, diene mir und ich werde mich sorgen um dich. Ich habe nicht erwartet über guten Lohn, die es noch nicht mal in der Gemeinde gibt. Aber ich brauche nichts. Warum? Und meine Familie auch nicht. Ich habe keine Not darin, weil ich erwarte ihn. Ich erwarte den Himmel. Was erwartest du? Wohnung? Vom Gott. Aber ich habe nicht erwartet und habe ein Haus bekommen. Warum passierte es?
Weil Gott sagte, du erwartest mich, du gebärst mich und ich werde dich segnen. Und jetzt ist der Höhepunkt. Das Feuer kommt. Die Vorwärmung ist passiert, als ich über die Erwartung gehört habe. Ein Mann kam zu mir. Lass uns nicht mehr glauben, sondern erwarten. Die Zeit ist gekommen, darüber zu sprechen. Wir müssen dich gebären, Gott. Gebäre Gott in deinem Haus. Die Kinder werden die Gemeinde nicht verlassen. Ja, wir müssen die bestrafen und schimpfen mit denen. Aber wenn Gott in deinem Haus leben wird, kein einziges Kind wird die Gemeinde verlassen, nicht, auch ihn nicht verlassen. Kein einziges, Familie. Was erwarten wir? Wir erwarten, die Gemeinde zu kommen. Was möchtest du? Gebären. Physisch oder Gott gebären. Seine Herrlichkeit. Der Mensch, der lebte in kleiner Stadt. Anthrazit. Also schwarze Kohle wurde da abgebaut. Anthrazit. Ukraine. Dreck, Staub. Und jetzt steht er vor euch und predigt in dem besten Land der Welt, Deutschland. Und predigt nicht nur in Russisch, sondern auch Übersetzung in Deutsch. Was heißt das? Familie. Genauso bist auch du. Nicht nur glauben, sondern auch erwarten, den Himmel. Genauso kannst du nicht nur schwanger werden. Und du bist schwanger, ich weiß das. Ich spreche das mit euch. Du hast Projekte in dir. Nicht nur weiter die Projekte zu tragen. Du hast Projekte und gibst sie weiter. Nein. Erwarte diesen Projekt. Gebäre diesen Projekt. Wenn du erwartest, dann wirst du zum Täter. Du machst es, du tust es. Wenn du erwartest, wo ich das Beispiel hatte mit Kind, du fängst an, sowas zu machen. Du denkst nach, ob es Mädchen oder Junge wird. Du denkst nach, als Pastor, über dein Team. Wenn du kein Team hast, hast du keinen Gottesdienst, kann ich sofort sagen. Heute, einzelne Pastoren, einsame Pastoren, die haben verloren. Sieg hat nur ein Team. Nur ein Team. Jesus hat ein Team. Du fängst an, was zu machen. Du fängst an, zu beten. Jetzt fängst du an, auszusprechen. Gott, gib mir die Hilfe, gib mir Unterstützung, setze Engel frei. Nicht nur Engel, sondern auch Menschen, die neben mir sein werden und die auch träumen werden, dass du geboren wirst in unserer Stadt, in Würzburg. Und Gott wurde geboren, hier in diesem kleinen Ort, welche andere Funktion hatte, dieser Raum. Das war ein Geschäft, Lebensmittelgeschäft, russischer. Noch dazu. Sonntagsschule, die jetzt stattfindet, das war früher, das war ein Zimmer für Feste. Die Menschen haben da getanzt und Alkohol getrunken, Geburtstag gefeiert, etc. Beerdigung. Restaurant, wo wir heute reingekommen sind. Das war ein russischer Restaurant, aber liebsten. Gott hat nicht Funktion gewechselt, diese Räumlichkeiten. Der hat das einfach, es gibt geistige Nahrung. Da, wo wir sind, in diesem Saal, das war erbaut für Videothek. Früher gab es Videothek. Die ganzen Steckdosen sind oben. Wir haben schon alles bereits entfernt, oder fast alles. Aber überall waren Fernseher gestellt. Kennt ihr diese Videotheken? Gott möchte dir sagen, ich möchte dir meine Filme sagen. Also die Funktion hat sich großartig nicht geändert, aber es dient jetzt dem Gott. Nicht der Geist dieser Welt, sondern Gott wird das einfach weiter streamen in deinen Verstand und Seelen. Wer macht das? Das machen die Eltern. Das machen die Eltern, die erwarten, die austragen. Hatte ich Finanzen oder habe ich die? Ich möchte nur sagen, nicht damals, auch nicht heute, wie auch bei dir auch. Aber Gott sagt, du erwartest und ich werde alles dazugeben. Ich werde mich um alles sorgen. Ich werde alles tun. Und ich gehe heute in die Gemeinde, bleib stehen geblieben und habe geschaut. Und ich habe gehört, dass Morgengebet stattfindet. Und da stehe ich vor dem Eingang und sehe, aber wie hat sich das verwandelt? Und es wird noch mehr und noch mehr schöner sein.
Wir erwarten Gott und werden hierher kommen. Die Menschen werden sehen, dass hier jemand erwartet wird. Nicht einfach hierher kommen, nicht einfach schreien, dass hier jemand erwartet wird. Das Verständnis kommt, dass man hier nicht einfach Gläubige sind. Die erwarten Wunder. Die werden nicht mehr lachen. Wann kommt eure Heilung? Ich erwarte meine Heilung. Ich erwarte den, der mich heilt. Ich erwarte den, der mich segnet und versorgt. Deswegen bin ich auch hier, deswegen diene ich an diesem Ort, weil ich erwarte meinen Gott. Ich erwarte. Aber ich stehe nicht, ich bleibe nicht stehen, ich stehe nicht auf einem Platz. Ich bereite mich vor, wenn Gott geboren wird. Und der wird jeden Tag geboren bei uns. Jeden Tag. Jeden Tag. Name Gottes wird geboren durch uns. Gott der Heilung, Gott der Wunder und so weiter. Der hat viele Namen. Gott hat viele Namen. Und in jedem Tag gebärt er seinen Namen. Ich habe vorher gefragt, Zeugnis, das ist auch ein Name von Gott, was du erwartet hast. Vielleicht hast du heute hast viele Probleme, aber versuch heute einfach zur Seite zu schieben, in den Hintergrund zu schieben. Versuch zu erwarten, den Gott, den Himmel zu erwarten, über den Himmel zu träumen und du wirst sehen, was passiert. Passiert was ganz anderes. Versuche zu träumen, dass die Stadt Würzburg, wo du lebst, dass er wirklich explodiert von seiner Herrlichkeit. Träume davon und glaub, Gott wird das verbinden, diese Einigkeit, er findet diese Menschen. Und da wird wirklich eine Wirkung. Es kommt jetzt irgendwas nieder. Es ist sehr warm jetzt gerade hier. Obwohl ich weiß, dass die Scheinwerfer nicht erwärmen. Das Feuer kommt, die Hitze kommt. Während des Gebetes. Mitten im Gebet kommt immer der Engel der Erweckung. Und der ist jetzt hier. Engel der Erweckung. Feuer der Erweckung. Und er möchte dir sagen, erwache. Erwache. Fang an zu erwarten. Fang an zu erwachen. Und zu erwarten. Fang an Bilder zu sehen. Wenn der Himmel die Menschen von Abgrund des Lebens holt. Und du wirst überrascht, wer hierher kommen wird. Du kennst diesen Namen nicht. Du kennst nicht, ob es Mann oder Frau ist. Du weißt nie, wer heute kommt. Herzlich willkommen. Du weißt nie diese Menschen, du kennst diese Menschen, aber Gott sagt, das ist deine Erwartung, dein Glauben. Gebärt die Menschen. Du weißt nicht, wer wieder hierher kommt. Du weißt es nicht. Du kannst nicht einfach, aber wir wollen. Wer kommt morgen? Damit ich bereit bin zum Thema. Damit ich bereit bin, sie zu treffen. Genau so werden Kinder Gottes geboren. Zack. Und Gott sagt, heute wird geboren. Du wirst heute meine Familie sehen. Und du wirst überrascht. Gestern keiner, vorgestern keiner. Wer denn? Wer? Und Gott sagt, jetzt kommt ein Tag, wo du einfach was unmutig wirst. Du wirst so viele Kinder sehen, meine Kinder sehen. Und du wirst einfach nur schreien. Ich habe diesen Tag gesehen und ich glaube an diesen Tag, dass dieser Tag, er wird stattfinden, dass an diesem Ort wirklich keine freien Plätze mehr gibt. Und es wird nicht, so nächste Woche wird es schon wieder fünf Rennen stehen. Es wird keine Plätze frei sein. Es werden keine Plätze frei sein. Aber ich glaube, dass es immer sein soll, wird, dass die Menschen einfach in Gruppen sich aufteilen. Jemand wird morgens beten, jemand mittags, jeden Tag, jemand abends. Ich glaube, dass die Gemeinde bald, dass die Stimme der Braut sich erhebt. Das wird einfach sehr laut sein. Ich trage es aus, die Menschen, die sagen, wir werden morgens beten. Und ich erwarte diese Gruppen, Teams, vielleicht ein oder zwei, dass man sich aufteilt, die anfangen, die tägliches Morgengebet. Die abends nicht kommen können, sondern morgens hierher kommen können und die sich einfach fühlen mit dem Himmel, mit dem Glauben, mit der Erwartung fühlen und der Liebe entgegengehen werden. Nicht zu einem Werk oder zum Chefvorgesetzten, sondern entgegen der Liebe. Egal. Es hängt davon ab, wie du davor stehst.
Дождя не будет. Так какое пробуждение? Успокойтесь. Еще и огонь. Ладно, пробуждения были, но еще огонь пробуждения вы тут каждый день кричите. Es scheint doch immer jeden, dass es Feuer der Erweckung gibt. Wir schreien jeden Tag hier danach, weil Gott sagte, Feuer der Erweckung kommt. Wir erwarten das. Und glaub mir, wenn wir das erwarten, denn Noah hat es auch gebaut, betet, betet. 371. Tag, heute vom täglichen Gebet beten wir hier. Und was machen wir? Wir erwarten. Wisst ihr, wenn der Teufel uns nicht mehr zur Seite schieben kann, von unseren Funktionen, Berufungen, Positionen, wenn dein Glauben in Erwartung überwächst, wenn du schon wartest, keiner kann dir das Kind nehmen. Wenn jemand zur Mutter kommt und sagt, mach, abortier dein Kind, aber du sagst nein als Mutter, dass ich dich nicht mehr sehen, mein Lieben. Genau so, auch hier. Auch mit Gottes Funktion und Traum. Du wirst keinen dazulassen, weil du nicht einfach nur glaubst, du erwartest. Du erwartest bereits. Du hast schon die Kleidung gesehen, schon das gesehen, Funktion. Du hast schon dein Kind gesehen, wer aufgewachsen ist und wer er ist. Du siehst ja schon bereits. Und der Teufel wird dir das nie wieder nehmen und dein Glauben. Und vielleicht zweifle ich da oder ich glaube nicht mehr dran. Aber du brauchst den nächsten Moment. Du musst dich vorbereiten zu dem, woran du glaubst. Und wenn du an Jesus glaubst, dann musst du dich vorbereiten, dass er kommt zu seinem Ankommen. Dann musst du dich umziehen. Weißt du, ich kann mich nicht von der Sünde lösen, weil du nicht erwartest. Du erwartest den Jesus nicht. Du erwartest nicht. Deswegen Sünde. Deswegen klebt an dir. Aber du glaubst, dass du frei sein kannst, Gott sei Dank. Aber wenn du erwarten wirst, den Jesus, dann wirst du frei davon sein, von der Sünde. Dann wirst du sagen, hier helft, hier bin ich hingefallen. Und du wirst dich nicht dafür schämen. Weißt du, warum? Weil du erwartest. Und du weißt, dass du Jesus Christus treffen sollst in sauberen Kleidung, in der Gerechtigkeit. Reingewaschen, komplett frei von der Sünde. Manche haben noch nicht mal Bereitschaft, in die Gemeinde zu kommen und schon gar nicht Schuhe der Bereitschaft anzuziehen. Also Bereitschaft Nummer 1. Zu Hause zu bleiben. Erwartung hat uns der Teufel genommen, gestohlen. Und hat die Realität dieser Welt uns vorgeschoben. Und der Mensch konzentriert sich daran, was er sieht. Das, was er sieht. Wir müssen weitergehen. Nicht darauf konzentrieren. Wir können viele sehen. Lass uns erwarten. Nicht, damit es jetzt kommt, wie ich schon bereits sagte. Ja, die Zunge ist schon bereits. Visualisation. In einem oder anderen Prozess, lass uns erwarten, den Himmel. Wir warten, dass seine Herrlichkeit hier stattfindet. Als wir zusammen gebetet haben, ich habe erwartet, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du hierher kommst, erwarte. Ja, du bist hierher gekommen. Du musst raus, die Heilung, etc. Aber komm hierher und erwarte, dass Gott jetzt kommt. Und wenn Gott kommt, der arbeitet mit uns. Die Lieder nicht, funktionieren nicht. Gott funktioniert und arbeitet mit uns. Wenn der Mensch spricht, funktioniert nicht. Nur wenn Gott arbeitet daran. Egal wie du bittest um die Liebe, es ist unmöglich, wenn du lebst in der Realität dieser Welt. Du kannst dich nicht mit dem Wissen, mit der Ethik und Informationen nicht darüber zur Liebe kommen, weil in dieser Liebe gibt es keine Liebe, Familie. Diese Welt enthält keine Liebe, weil Gott ist Liebe. Es gibt Bestandteile dieser Welt, es gibt Gefühle und Wünsche der Liebe, um geliebt zu werden. Aber Gott ist die Liebe und je mehr wir Gott erwarten, je mehr wir darüber nachdenken, der Himmel,
desto mehr wir Liebe bekommen in uns. Ich weiß nicht, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht, aber ich bin 6 Jahre im Dienst und praktisch jeden Tag bitte um Liebe, vielleicht mehr als du, aber ich arbeite mehr vielleicht mit Menschen und Menschen brauchen die Liebe und ich sehe, dass ich keine Liebe schenken kann. Ich kann ihm antworten als Mensch, ich kann Diener sein, einfach Mensch sein, aber ich kann keine Liebe Menschen schenken, die sie sich wünschen. Ich kann nicht Erfahrung teilen. Ich spreche offen jetzt. Ich habe Gott gebetet jetzt und jeden Tag. Was soll ich machen? Was soll ich machen in bestimmten Situationen? Weil viele Familien brauchen Frieden und Liebe. Viele Familien brauchen neue Beziehungen, Verständnisse. Wie kann ich das durchstreiten, wenn wir schon so weit in unsere Angewohnheiten haben und Verständnisse haben über Beziehungen zwischen Mann und Frau? Was soll ich Gott machen? Und er sagte mir, suche mich. Erwarte in deinem Haus mich. Erwache und setze es frei, spreche es frei. Ich stehe morgens aus, ich glaube seit 3 Monaten schon. Gott, verherrliche dich durch mein Haus, dein großen Namen. Ich bitte um nichts. Verherrliche dich, mein Herr, über mein Haus. Ich rufe nach deinem Namen, dass er mit seiner Helligkeit kommt in mein Haus. Und wenn der Gott kommt, dann ändert sie alles. Wenn Gott kommt, er ändert alles. Wir können das nicht machen. Wenn wir versuchen, uns zu verändern, dann machen wir uns gegenseitig kaputt. Ist doch so. Ohne Narkose schneiden, Zähne rausschlagen. Die Seele verletzen. Das ist das Schwierigste. Die Heilung der Seele, das ist das Schwierigste. Er sagt, ruft nach meinem Namen in euren Häusern, in eurer Situation und werdet ihr sehen, dass die Liebe kommen wird. Ihr wartet an mich. Ihr wartet, euer Haus zu sehen, ganz anders, dass in eurem Haus der Heilige Geist herrscht, dass in eurem Haus offene Portale, Wunder und Zeichen sind, dass euer Leben durchdrängt ist mit Gott. Der Gott bittet, seht mich, ich bitte euch als Sohn Gottes, nicht als Pastor, ich bitte euch, wenn ihr heute diesen Raum verlasst, diesen Gottesdienst nach Hause kommt, ich bitte euch, schreibt auf, was Gott in eurem Leben macht. Ihr müsst den Gott sehen, den seht ihr nicht. Ihr seht den Gott nicht. Ihr hinterlässt viele Sachen, vieles Übernatürliches in eurem Leben. Ja, irgendwie natürlich, es kommt natürlich, aber das ist Gott. Und wenn Gott irgendwas löst in eurem Leben, dann preist den Herrn, verehrt den Herrn, seinen Namen. Gott, lehre mich zu lieben. Gott lernt. Der bringt einen blinden Menschen und alle umgehen ihn. Hört mich jemand? Und sprechen über eigene Probleme. Manchmal muss ich auch ein bisschen die Gemeinde ans Licht bringen. Ich bin doch Pastor. Wir haben schon für ihn gebetet. Aber Gott hat ihn nochmal hierher geführt. Und wisst ihr, das letzte Mal, wo er da war, der blinde Mensch, als er getroffen wurde, der sagte, ich bekomme das Licht wieder zurück. Preist den Herrn dafür. Lass uns noch mehr beten. Aber ich habe Lunge, Niere und das und das und das verheilt nicht. Ach, du hast schon das probiert und das probiert, Tablette genommen, hast du beim Mast. Lass uns noch mehr beten für dich. Lass uns ein Wunder erwarten. Lass uns ein Wunder erwarten. Weißt du, was passiert, wenn dieser Mensch nicht verheilt wird? Du wirst sehen, dass andere sieht, dass du für ihn betest. Und dann kommt an noch ein anderer, das noch ein betet. Ich glaube an diese Gemeinde. Ich glaube, dass die Gemeinde versammelt, wenn die Gemeinde auf Wunder erwarten und Herrlichkeit Gottes erwarten wird. Ist doch egal, wie man auf mich schaut. Ich predige und ich erwarte neue Menschen, neues Team, neue Champions. Ich erwarte neue Persönlichkeiten. Ich erwarte, dass Menschen hier stattfinden, jeden Abend sich treffen, nicht nur als Team, sondern wirklich ganzer Raum wird kommt hierher und für die Erweckung in Würzburg beten. Oh, erwecke die Stadt und dann ist schlafen gegangen. Nein.
Komm hierher und spreche es aus. Oh Gott, komm hierher. Deswegen bist du auch gekommen. Deswegen bist du hier. Weil du verstehst, man muss erwarten. Wisst ihr, manchmal, wenn Gott spricht, du kannst das nicht formulieren, was mit dir passiert. Amen. Versteht da jemand? Aber Gott sagt dir, was passierte mit dir? Ich habe dich in eine neue Saison geführt. In Saison der Erwartung. Du wirst nicht mehr stehen bleiben. Du wirst ständig immer in Bewegung bleiben. Ständig. Ständig in der Bewegung. Kleidung kaufen. Mädchen kaufen. Kinder weg und sagt, versteht ihr? Bittet für Kranken, predigen, über Wunder sprechen, Gaben, willst Zeugnis abgeben, weil du erwartest seine Herrlichkeit und du musst wissen, sogar du hast dein kleines Zeugnis mit Gott seinen herrlichen Namen verehren. Wie oft schon das war? Amen. Lass uns erheben. Halleluja. Ungewöhnlich, kein Klavier. Lass deine Stimme zu Klavier. Halleluja. Erhebt eure Stimmen. Halleluja. Halleluja. Bittet, so wie euer Herz jetzt betet, was an eurem Herzen liegt. Wer in Zungensprachen, wer prophezeit, aber wir sprechen Gott. Wie gesagt, wir nehmen aus den Händen des Teufels den Bereich und wichtigsten Bestandteil, die Erwartung und Hoffnung kehrt zurück in Leib Christi, dass die Menschen sich vorbereiten werden zu dem wichtigsten Treffen, Treffen mit Jesus Christus, Treffen mit dem Gott selbst, der sich der Liebe ist. Wir glauben, dass es jetzt passiert hier. Wir glauben, dass es passiert in jedem Leben, in jeder Familie. Wir glauben, dass es passiert in den Hauskreisen. Wir glauben, dass die Menschen heute hinauskommen aus deren virtuellen Gemeinden und dass die Platz nehmen in der physischen Kirche, Gemeinde. Dass sie Platz einnehmen in der physischen Gemeinde, um sich zusammen vorzubereiten zum Geburt des Gottes, lebendigen Gott. Gott, der Erweckung ist. Gott, der Durchbruch ist. Vermehrung ist und Herrlichkeit ist und Versorgung ist. Halleluja. Herr, ich bitte dich, lehre uns zu erwarten. Lehre uns zu erwarten. Lehre uns zu erwarten. Lehre uns zu träumen über den Himmel. Sogar dann, wenn es schlecht geht. Gott, lehre uns, deine Werkzeuge zu nutzen und deine Waffen. Teufel wird dir Gedanken schicken. Aber glaub mir, du wirst sofort dich stoppen, weil du bist gelernt worden, über den Himmel zu träumen. Du wurdest gelehrt, zu träumen, sogar wenn es stürmt. Du wurdest gelernt, was zu tun, zu laufen, um Gott zu folgen, auf dem Weg zu gehen. Und Gott führt dich weiter und sagt dir, Erwartung, das ist die Schwelle zur Liebe. Du hast gebetet um Liebe. Ich habe dir noch einen Schritt, der dich in deine Liebe führt, in deine Vollkommenheit. Die Liebe, die liebt, Liebe, die alles bedeckt, Liebe, die alles öffnet. Halleluja. Strebt danach. Geht dahin, Familie. Und ich glaube, dass heutige Offenbarung, das ist die Offenbarung, vielen Menschen helfen wird, aus den Problemen zu gehen, zu kommen, aus den Depressionen. Und der Name von lebendigen Gott noch mehr wird verherrlicht in jeder Familie und jedem Haus. Alle Ehre dem himmlischen Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Sei gesegnet. Preis den Herrn.